Ja, herzlich willkommen zum Vortrag Siweco, sichere Webseiten und Content Management Systeme. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Ich bin Markus Wortmann. Wer kennt mich noch nicht? Okay. Ich habe im echten Leben eine kleine Werbeagentur. Ich mache Fahrzeugbeschriftung, Schilderlichtreklame für, ich sage mal ganz lieb, Klein- und Kleinstunternehmer. Die wollen natürlich auch eine Website haben im Corporate Design und da bin ich eben halt vor Jahren schon auf Joomla halt gekommen. Ich wurde dann so mehr oder weniger 2013 angefixt durch unseren David hier auf die Cebit mitzukommen für den CMS-Garden, beziehungsweise für Joomla auf dem CMS-Garden-Stand zu stehen. Und das war so eine super coole so ein Spirit, der darüber gekommen ist, mit gleich vielen, vielen Gleichgesinnten, auch anderer Systeme. Und jetzt machen praktisch David und ich so den Joomla-Part im CMS-Garden. David wird mir heute ein bisschen helfen. Hallo, mein Name ist David. Wer kennt den nicht? Ich bin zu Joomla dazugekommen, da hieß es Mambo. Das habe ich gebraucht, weil mein kleiner Bruder, der hier auch irgendwo rumturnt, in seinem Fußballverein damals gespielt hat, irgendwie in der F-Jugend oder sowas. Und der Trainer hat gesagt, ich würde so gerne die Fußballergebnisse selber eintragen können, ich ihn den David fragen müssen. Dann habe ich zuerst Davids Kader-Manager entwickelt und dann im zweiten Schritt geguckt, ob diese Systeme, womit man selber Inhalte pflegen kann, das muss doch bestimmt schon jemand erfunden haben. Und siehe, da hat schon jemand erfunden. Hieß damals Mambo, heißt heute Joomla und seitdem turne ich durch die Joomla-Weltgeschichte. Ja, und dann kommen wir eben halt auch schon zum CMS-Garden. Ist auch noch jemand hier, der den CMS-Garden noch nicht kennt? Ja, okay, sehr schön. Der CMS-Garden ist eine Art Dachverband der Open-Source-CMS-Systeme. Allerdings jetzt beschränkt auf die deutschen Communities. Ich hatte ja eben schon erzählt, wir haben 2013, beziehungsweise ich muss noch ein bisschen weiter ausholen, 2012 gab es einen Mitwahlstand auf der Cebit und die haben halt also gezielt Leute aus den CMS-Systemen gefragt, ob sie nicht auf dem Stand auch sein möchten. Und dann waren dann, glaube ich, Drupal, WordPress, Joomla, Magento war, glaube ich, noch bei, Typo 3. Und da war es dann eben halt so, dass dieses gemeinsame Feeling da schon recht gut rüberkam. Und die Drupal-Jungs haben dann halt gesagt, Mensch, das können wir doch auch alleine, ohne dass da jetzt noch eine Abhängigkeit von jemand anderem ist. Weil wir sind Open Source und wir möchten ja auch gerne die Unabhängigkeit behalten. Da kam dann halt die Idee, 2013 einen eigenen gemeinsamen Messestand zu machen. Das haben wir geschafft. Wir wissen gar nicht mehr, wie wir die ganze Kohle zusammengekriegt haben. Aber wir haben es geschafft. Und da sieht man schon mal einen ersten starken Grund auch für diesen CMS-Garden. Eben halt die Kooperation. Jeder packt eben halt ein bisschen was in die Mitte, um dann eben halt gemeinsame Ziele zu erreichen. Wir wollen die Fähigkeiten von Open Source natürlich nach außen darstellen. Wir wollen eben den Unterschied zu den proprietären Systemen zeigen. Wir wollen User beraten. Das ist unser erstes Ziel, was wir auch 2013 mit sehr großem Erfolg auf der Cebit vollbracht haben. Wir wollen aber auch die Webhoster beraten. Dazu kommen wir dann gleich auch im Sinne des Siweco-Projektes nochmal genauer zu, wie diese Beratung eben halt aussieht. Und wir wollen natürlich Synergieeffekte nutzen. Also nicht jedes System hat finanzielle Mittel wie Joomla zur Verfügung. Und dann heißt es eben halt, jeder schmeißt das in die Mitte, was er kann, um dann eben halt gemeinsam solche Messeauftritte, wie ich sie jetzt mache, so einen Stand auf der Frostcon, auf der Open Rhein-Ruhr, World Hosting Days heißt nicht mehr, ne? Sondern Cloudfest zu machen und ähnliches. Und da muss dann auch nicht zwangsläufig jedes System, wir nennen das Botschafter, dann eben halt senden,
sondern man ist irgendwie immer mit dabei. Auch wenn man jetzt mal eben halt keinen hat, der da mit dabei ist. Ein weiteres Ziel ist der Wissenstransfer, der Austausch. Das haben wir eigentlich gleich, ja, CeBIT 2013, erster Abend. Wir waren gemeinsam in der Jugendherberge untergekommen. Die Drupel-Leute hatten eigens einen Koch dabei. Das heißt, wir kamen wieder, hatten warmes Essen auf dem Tisch. Ja, und dann ging es eigentlich gleich los. Jeder hatte irgendwie seinen Laptop oder Tablet auf dem Tisch. Und dann war es eben nicht so, dass wir uns gegenseitig in die Pfanne gehauen haben, sondern da ging es so, hey, wir haben das Problem, wie habt ihr das gelöst? Oder wir haben das so gelöst, findest du das den richtigen Ansatz? Und so ging dieser ganze Austausch eigentlich gleich am ersten Abend los. Das endete dann, glaube ich, irgendwie nachts um drei. Mit, keine Erinnerung mehr daran. mit. Ich bin irgendwann um 11 ausgestiegen. Das war also ein richtig genialer, so ein geiler Scheiß, den wir da gemerkt haben, der da eben halt gerade abläuft. Und ja, ein Ziel, das super CMS, das alles kann, das wollen wir genau nicht. Das heißt, wir wollen nicht versuchen, hier irgendeine eierlegende Wollmilchsau zu erfinden, sondern die Systeme, die verschiedenen Systeme, die es hier mal gibt, die haben alle ihre Daseinsberechtigung. Und genau das wollen wir eben halt als CMS-Garten auch herausstellen. Das ist auch, wofür dieser Garten steht, für diese Vielfalt an Systemen, die man dann eben halt nutzen kann. Ja, wie erreichen wir die Ziele? Ich hatte es schon angesprochen, Messen und Ausstellungen. Das ist jetzt hier auch ein Bild von 2013. Mit Bofrost Werner. Ich nenne ihn immer auch unseren Drupel Werner, ganz lieb. Anekdote, Klammer auf, Klammer zu. Der Kollege ist aus der Drupel-Community, war dort lange als Weinkeller Werner bekannt, ist jetzt inzwischen Bofrost Werner geworden. Er hat Drupal ausschließlich privat verwendet, früher um seinen privaten Weinkeller damit zu organisieren und inzwischen um seine Bofrost-Bestellungen zu kategorisieren. Das erzählt er absolut jedem Menschen, den er trifft, und deswegen ist er Bofrost-Werner. Das ist aber auch ganz lieb gemeint, das ist jetzt nicht böse von uns gemeint oder ähnliches, oder wenn ich von unserem WordPress-Robert rede, dann halt, weil wir ja hier bei uns in der Community ja auch einen Robert haben. Also wir haben uns wirklich alle lieb gewonnen mittlerweile, auch zwischeneinander. Genau. Ja, Markus Linne zum Beispiel, der organisiert in Berlin einen CMS-Garten-Stammtisch. Ich weiß jetzt nicht, Markus, nicht da, leider nicht. Es ist eben halt so, dort kommt man halt zusammen. Es sind viele Systeme und die sitzen eigentlich, habe ich mir jetzt durch Markus erzählen lassen, mehr im lockeren Sinne zusammen und quatschen eben halt auch von den Systemen. Der eine hat mal ein Problem und so weiter. Die Drupel-Jungs haben es in Dortmund versucht zu etablieren, haben dann aber gemerkt, wir schaffen es nicht, 10 verschiedene Systeme in 3 Stunden da die ganzen Probleme von den Leuten zu lösen. Haben es leider wieder aufgegeben, kann ich aber auch nachvollziehen. Deswegen, ich glaube, so viele Stammtische gibt es nicht. Weißt du noch welche, David? Leipzig. Leipzig haben wir noch einen, ja. Genau, und was wir, also wie wir noch versuchen, unsere Ziele zu erreichen, das ist eben halt Mitwirkung an Projekten. Und da kommen wir dann eben halt gleich auch schon zu dem Sivekus-Projekt. Wobei jetzt Sivekus-Projekt ist nicht das erste Projekt, an dem wir mitarbeiten. Der BSI, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, ist auch schon auf uns zugekommen. Da gab es dann eine Studie über Sicherheit von Open Source CMS-Systemen. Ich muss sagen, Gott sei Dank haben sie so auf Hälfte der Strecke gemerkt, wir sollten doch jetzt mal so ein paar mit ins Boot holen, die sich mit den Systemen auch auskennen. Haben sie dann auch gemacht. Diese Studie ist leider nie veröffentlicht worden und ist ja, und aber wir waren schon heilfroh, dass sie an uns gedacht haben.
Der BSI hat jetzt uns auch versichert, wenn die das nächste Mal nochmal was machen würden, wären wir sofort dabei. Vom Prinzip freue ich mich da jetzt eigentlich schon direkt drauf. Ja, und wie gesagt, dieses neue, das heißt neu ist es nicht, wir haben auch schon in den letzten und im Vorjahr haben wir schon darüber berichtet, Sivekus-Projekt, es ist so, dass der Eco-Verband dieses Projekt aufgelegt hat. Als Partner ist dort die Ruhr-Universität Bochum. Als sogenannte Unterstützer bzw. Junior-Partner ist da die Firma Hackmanet, das ist ein Ableger der Ruhr-Universität, und wir als CMS-Garden. Wir wurden halt gefragt, ob wir mitmachen wollen, und dann haben wir nur gesagt, es geht um Sicherheit von Open-Source-Content-Management-System. Natürlich machen wir mit und sind auch ganz froh darüber. Gefördert wird das Ganze durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Hintergrund ist folgender: Die Bundesregierung hat ausgegeben an sämtliche Bundesministerien, die Sicherheit im Internet in irgendeiner Form zu unterstützen. Also jedes Bundesministerium muss praktisch irgendetwas machen. Das Bundesbildungsministerium macht praktisch oder die Förderung von solchen Computerführerscheinen an Schulen etc. Das heißt, dass Jugendliche und Kinder und Schüler ein sicheres Surfverhalten praktisch gelehrt wird. Beim Bundeswirtschaftsministerium hat man eben halt die kleinen und mittelständischen Unternehmen im Blick und darauf zielt eben halt auch dieses Projekt. Genau, was wir euch dann jetzt ein bisschen näher vorstellen wollen. Noch kurz zum CMS-Garden, wo ich gerade das hier noch sehe. Wir brauchen auch immer mal Leute, die uns helfen. Sei es als CMS-Garden-Botschafter, das heißt auch mal in München auf einer Internet-World mal zu stehen und eine User-Beratung zu machen für Joomla innerhalb eines CMS-Garden-Standes. Sei es auch dann später vielleicht mal eine Organisation von so einer kompletten Messe. Da ist man aber auch nie alleine. Auch die Erfahrenen, die das schon mal gemacht haben, die helfen einem natürlich auch dabei. Wie kann man uns noch helfen als CMS-Garden? Mit Manpower? Einfach mit anpacken, sei es ein Flyer gestalten, an der Website mitarbeiten, Inhalte in die Website bringen vom CMS-Garden. All das, da kann man uns unterstützen. Da sind wir froh über jeden, der da sagt, ich habe da noch Ressourcen frei und ich würde gerne was machen. Uns kann man aber auch natürlich mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Wir haben einmal die normale Mitgliedschaft mit 100 Euro im Jahr. Da bin ich dann auch stimmberechtigtes Mitglied. Das können nur natürliche Personen sein. Ich kann aber auch eine Fördermitgliedschaft mit meiner Firma machen. Da ist dann ab 100 Euro im Jahr aufwärts sind dann natürlich jeder Betrag gern gesehen, der gespendet werden möchte. Natürlich haben wir auch nichts gegen Einmalspenden. Da mich dann auch gerne ansprechen, ich habe ein Formular, einen Flyer dafür. Und einen Quittungsblock. Quittungsblock auch, ja. Ja, auf der Open Rhein Ruhr habe ich auch schon was im Bar entgegengenommen. Ja, oder man kann uns auch einfach mal nur mit einem Bett unterstützen. Wenn so eine Internet-World in München stattfindet, dann sind die Hotels in der Regel alle dicht. Die Botschafter, die da hinfahren, die arbeiten alle ehrenamtlich. Das heißt, die kriegen Geld weder für Sprit noch für Übernachtungskosten. Und genau das ist der Haken. Das ist verdammt viel Geld, was man so im Jahr dann auch ausgibt. Ich habe dann, ja gut, meine Frau sagt mir das immer schon, wie oft ich dann weg war und was das gekostet hat. Aber da kann man uns ganz einfach mal halt mal helfen und sagen, hey, ich habe da echt eine Couch frei oder ein Gästezimmer. München wäre zum Beispiel ein toller Ort, wo wir dann immer mal Leute unterbringen müssen. Falls jemand aus der Ecke Oberhausen-Ruhrgebiet kommt, da könnte ich ein Zimmer gebrauchen, zum Beispiel wegen der Open Rhein-Ruhr, die da einmal im Jahr stattfindet. Das sind dann immer so Dinge, das würde echt helfen, dass dann der eigene Geldbeutel nicht ganz so dann geschrumpft wird. Ja, soviel zum CMS-Garden und dann würde ich jetzt einfach mal den David bitten,
hätte ganz gerne, dass du jetzt was über Civicus erzählst. Oder soll ich machen? Nö, kann ich machen. Mein Wunsch wäre auch vielleicht mit einer kleinen Live-Demonstration. Ja, kann man machen. Also, kurz ausgeholt, Civicus, sichere Webseiten und Content-Management-Systeme. Diesen sehr griffigen Namen haben wir uns beim Projektanfang ausgedacht. Ziel, wie der Markus eben schon gesagt hat, die Sicherheit von Internetseiten von kleinen und mittleren Unternehmen verbessern. Das ist die explizite Zielgruppe. Da sich diese das Profil dieser Zielgruppe und zum Beispiel das Profil von einem kleinen Verein sehr ähneln oder auch irgendwie der private Blog, kann man mit Civicus aber auch andere Dinge abfrühstücken. Civicus hat drei Hauptbestandteile. Den einen Bestandteil seht ihr hier gerade, nämlich unseren Civicus Scan Service, der eure Seiten auf Lücken prüft, das können wir gleich machen. Mhm. Den zweiten Teil seht ihr gerade auch, das ist nämlich der Part Awareness Building. Also wir als CMS-Fuzis laufen über CMS-Veranstaltungen, sprechen mit Leuten über Civicus, aber erklären vor allen Dingen auch über die Problematik. Ne? Was ist das denn mit diesem Hack und so und wieso wird meine kleine Installateurs-Website überhaupt angegriffen? Das interessiert doch niemanden. Und die Kollegen vom Eco-Verband machen das Gleiche zum Beispiel bei der örtlichen IHK, bei der Handwerkskammer, beim Forstwirtschaftstag oder sowas. Also genau da, wo unsere Zielgruppe ist. Das ist die zweite Säule, Awareness-Building, Leuten überhaupt das Problem erklären. Und die dritte Säule ist eine, die im Hintergrund passiert. Das ist eben schon mal so kurz durchgeklungen. Wir pflegen eine Zusammenarbeit mit Webhostern. Wir sind in dem Fall die Security-Teams der einzelnen CMS. Und wenn wir dann zum Beispiel wissen, oh Gott, da wir machen morgen, kommt ein kritisches Sicherheitsupdate für Joomla. Und es wäre ganz, 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 ganz wichtig, dass all unsere Nutzer das in 8 Stunden installieren, wissen wir schon, das Ganze knicken. Niemand installiert sein Update, also die wenigsten installieren das Update in 8 Stunden. Wenn sie es aber nicht machen, sind sie gehackt. Das ist ein gewisses Problem, sowohl für den Nutzer als auch für uns CMS, aber auch für den Hoster. Der Hoster hat nämlich gigantischen Supportaufwand. Und wenn ihr mal überlegt, dass so ein normales Popels Webhosting-Paket im Jahr dem Hoster 30 Euro einbringt, ist mit dem ersten Mal, wo ihr das Telefon nehmt und die Hotline anruft, die gesamte Jahresmarge verbrannt. Die Hoster haben also ein riesiges wirtschaftliches Interesse daran, dass die Kunden nicht gehackt werden. Und damit das nicht passiert, kommunizieren wir als Security-Teams mit den Hostern und sagen ihnen bei kritischen Lücken, lieber Hoster, du betreibst doch diese Firewall, guck doch mal, wenn ein Zugriff auf die URL geht und genau so aussieht, dann wird das ein Angriff auf die gerade neu veröffentlichte Lücke sein und du solltest das blocken. Das ist etwas, das passiert still und heimlich im Hinterzimmer des Internets, funktioniert aber ganz hervorragend. Wir haben so ein paar Zahlen von einem der größeren Hoster, dessen Name die Quersumme 2 ergibt. Die haben nach einem Joomla-Sicherheitsupdate, ich darf den Namen nicht nennen, ist ja interne Gründe, die haben nach einem Sicherheitsupdate für Joomla in den ersten 24 Stunden, nachdem das Update raus war, mit Hilfe unserer Filterie, glaube ich, 2,6 Millionen Angriffe gefiltert. Das ist für eine E-Mail ist das ein ganz guter Output. Ich bin immer Freund von wenig Aufwand, maximaler Nutzen und da funktioniert das ganz gut. Genau. Das sind die beiden anderen Säulen und das, was ihr als Nutzer seht, ist www.civicus.de, unsere Website mit dem entsprechenden Scan-Service. Wenn der Markus da jetzt mal hingeht und www.wordpress.org eintippt, jetzt bin ich gespannt, was passiert, und mal auf Scan starten, läuft unser Webservice los und prüft wordpress.org mit Hilfe von verschiedenen Scannern. Oh Gott, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ich bin jetzt auch sehr gespannt. Ich habe den Verdacht, dass WordPress... Kommt gleich. Ja, das habe ich befürchtet. Doch, da ist er. Hinter diesem einen Scan hängen diverse Detailprüfungen. Da gehen wir jetzt mal kurz durch. Der Arme Jens ist mit der Kamera voll. Ganz oben ist der Initiative S-Scanner. Der hat einen etwas kuriosen Namen. Hängt damit zusammen, dass er aus dem Vorgängerprojekt von Civicus entstanden ist. Und das heißt Initiative S. Das ist im Wesentlichen
ein Virenscanner. Ne? Also wir schauen, ob im HTML der Seite bösartiger Code drin ist, und wir prüfen gleichzeitig noch, ob die Seite bekannt Viren durch die Gegend schleudert. Da gibt es einschlägige Listen, Google hat so eine, Mozilla betreibt eine Liste mit bekannten Seiten, die großen Antivirenhersteller, die Spam-Listenbetreiber. Da prüfen wir das gegen, ob eure Seite eine bekannte Spam- oder Virenschleuder ist. Dann gibt es einen Scanner, der DOM-XSS-Scanner. DOM-XSS ist ein ganz spezifisches Szenario, mit der man Code in Webseiten einschleusen kann. Dieser Scanner mit dem Ergebnis besagt jetzt zum Beispiel, dass WordPress.org für diese Art Angriff empfänglich sein könnte. DOM-XSS ist eine Art Lücke, da kann man, ohne es auszuprobieren und eine Seite potenziell zu hacken, leider nicht sagen, ob das wirklich so ist. Deswegen ist das ein Hinweis, dass es so sein könnte und man sich mal informieren soll. Der TLS-Scanner prüft, ob eure Seite verschlüsselt übertragen wird und wie gut diese Verschlüsselung ist. Ich weiß nicht, wer von euch kennt die Pudel-Attacke oder Heartbleed. Ne, das hat man vielleicht mal bei Heise gelesen, dass die Verschlüsselung der Internetseiten kaputt ist. Auf genau solche Dinge prüfen wir. Und das Charmante ist, dass die Jungs, die diese Angriffe überhaupt finden, nämlich die Kollegen von der Ruhr-Uni, sind auch gleichzeitig diejenigen, die diesen Scanner bauen. Die verstehen etwas von ihrem Handwerk. Das ist ein tolles Tool. Und aktuell haben wir dann noch den Header-Scanner, der unten kommt, und den Info-Leak-Header-Scanner prüft, ob eure Website bestimmte sicherheitsrelevante Header setzt. Header hat in dem Fall nichts damit zu tun, was im Headtag vom HTML steht, sondern das sind die Header, die unter der Haube übertragen werden. Wenn ihr so eine Verbindung aufbaut und eine Seite abruft, dann tauschen der Browser und der Server noch so ein paar Dinge aus. Das sind die Header, die Kopfdaten dieser Verbindung. Und ein paar von diesen Headern können dazu genutzt werden, um Sicherheitsvorkehrungen im Browser nochmal aktiv zuzuschalten. Moderne Browser haben die tollsten Sicherheitsfeatures, müssen aber viele davon standardmäßig deaktiviert lassen, weil es ein gewisses Risiko gibt, dass diese Zusatzfeatures etwas an der Seite kaputt machen könnten. Deswegen ist es standardmäßig fast alles ausgeschaltet. Und da habt ihr dann die Übersicht, was eure Seite bereits unterstützt und wo man noch optimieren kann. Wen genau diesen Part interessiert, hosteuro.de/blog, gibt es einen aktuellen Beitrag zu den HTTP-Security-Headern, geschrieben von einem sehr netten jungen Mann. Und last but not least gibt es noch den Infoleak-Scanner. Da prüfen wir, ob man anhand des Seitenquellcodes feststellen kann, dass das WordPress 3.8.15 wäre. Wir prüfen bei den CMS-Plugins, ob ihr eine bekannt verwundbare Erweiterung einsetzt. Wir schauen, ob die E-Mail-Adresse im Plaintext da drin steht. So Geschichten. Klammer auf, Klammer zu. Der Infoleak-Scanner neigt aktuell dazu, eine relativ begrenzte Aussagekraft zu haben. Wenig wertend formuliert. Braucht noch ein bisschen Liebe. Um deine Frage zu beantworten, wir scannen derzeit nur die Startseite einer Web-Applikation. Sivekos ist aber gerade verlängert worden vom Bundeswirtschaftsministerium um weitere 12 Monate, und Teil dieser Verlängerung wird jetzt ein Crawler, der sich auch Unterseiten anschaut. Und es wird 2 neue Scanner geben. Der eine Scanner wird prüfen, welche CMS-Version ihr einsetzt und ob die bekannt veraltet und somit verwundbar ist. Und der andere Scanner wird prüfen, ob euer Server auf Dienste nach außen gibt, die eigentlich nicht nach außen gehören. Also so typische Beispiele ist zum Beispiel, wenn ihr das irgendwie selber im Unternehmen hosten würdet und der Server, auf dem das läuft, der macht auch irgendwie so Dateiverteilung, Samba, diese Netzlaufwerkgedöns und sowas. Das will man im Internet nicht machen. Dafür haben wir dann einen Port-Scanner, der das anzeigen würde. Genau, das sind die Scanner, und all das gibt es hinter diesem einen Schlitz für die Domain, wo ihr das eintragen könnt. Die einzelnen Scanner und deren Ergebnisse werden dann im Wiki nochmal erklärt, und ihr bekommt ein gutes Gefühl dafür, was die Seite schon an Optimierung erfahren hat und wo noch Luft nach oben ist. Diesen Schnellcheck, den wir da jetzt sehen, den könnt ihr mit jeder Webseite verwenden ohne Anmeldung, der läuft dann einmal durch.
Wenn ihr eure Seiten regelmäßig überwacht haben wollt, gibt es noch die Möglichkeit, sich zu registrieren. Da kann man sich dann überraschenderweise registrieren, kann seine Seiten da alle eintragen und bekommt dann von der Infrastruktur täglich einen Scan. Das heißt, wir prüfen eure Seiten dann kontinuierlich und wenn irgendwas auf die Füße fällt, bekommt ihr eine E-Mail-Benachrichtigung, dass die Seite böse Dinge tut. Genau, das hängt dahinter. Und hinter Registrierung stecken noch ein paar weitere Scans, insbesondere bei dem TLS-Scanner, also der das mit der Verschlüsselung macht. Hintergrund ist, dass es Lücken in dieser Verschlüsselung gibt. Wenn man darauf prüft, könnte es sein, dass dabei der Server abstürzt. Deswegen können wir das nicht so mit Hinz und Kunz und einem öffentlichen Schlitz machen. Da müsst ihr vorher schon zeigen, dass die Seite auch euch gehört. Das funktioniert wie mit den Google Webmaster Tools, so eine Datei hochladen oder so ein Metatag einfügen. Dann wissen wir, dass ihr auch wirklich Kontrolle über die Website habt. Ja, das war die... Was kostet das, wenn man registriert? Dein Steuergeld. Nichts. Du hast es ja schon bezahlt. Jetzt mal eine ganz simple Frage. Das heißt, wenn ich mich registriere und ich bekomme keine E-Mail, ist im Prinzip alles mit der Webseite in Ordnung. Und wenn ich das dann scanne und ich sehe dann, es kommen dann wieder hoch, so ein paar orange Punkte oder hier gleich den ersten roten Punkt, da kriege ich ja erstmal einen Riesenschreck. Ich denke, oh, deswegen, da muss ich also gar nicht reagieren im Prinzip, oder? Was? Muss ich da jetzt was ändern? Du solltest hier was ändern, ne? Also auch als nicht registriert. Ja, es wäre jetzt schon gut, wenn du siehst, oh, der Freescan sagt, ich habe hier vermutlich zwei Lücken, dann macht es schon Sinn, sich das mal anzugucken. Ne? Aber ich finde da nicht durch. Wie? Ich sehe das dann und weiß halt, die nächsten Schritte, die Vorgehensweise. Ja, warum? Markus, gehst du nochmal auf? Ja. Du hast ja hinter jedem einzelnen Scanner einen Link, der dich zum Wiki führt. Über mehr Informationen. Da muss man sich dann einarbeiten. Genau, da musst du dich einfach ein bisschen einlesen. Das kann man wieder nicht abnehmen. Beziehungsweise, und da kommt es eigentlich her, bei den meisten kleinen und mittleren Unternehmen, da verwaltet der Geschäftsführer die Webseite ja nicht selbst, sondern die haben ja in der Regel eine Agentur, die das für sie betreut oder einen Dienstleister. Und dann sagst du als Agenturbetreiber halt, als Installateur halt, ach weißt du was, hier, das soll der Internetmann soll das machen. Und dann leitest du ihm die Info weiter. Jawohl. Hatte ich mal eine Diskussion in der Facebook-Gruppe darüber verfolgt und da haben einfach nicht allgemein, dass man die CD-Kosten, die Google-Kosten einfach oder andere, die sich scannen, im Webseitenbereich vielleicht zu sehr suggeriert wird, dass das Ding in Ordnung ist und läuft und dass man sich dann nicht zu sehr mit mehr beschäftigt, wenn man jetzt sagt, okay, alles gut, läuft, passt und dass man dann mehr oder weniger, ja, dass viele Leute dann meinen, das ist alles BH in dem Bereich. Das ist eine Sichtweise. Ich würde sagen, das ist ein grundsätzliches Problem mit Sicherheitsprüfungen jeglicher Art. Ja, also ich kann auch, wenn ich jetzt nachher ins Hotel gehe und da ist ein TÜV-Siegel in meinem Aufzug, heißt das auch noch nicht, dass der nicht trotzdem abstürzt und ich sterbe. Aber ich habe zumindest mal einen Indikator. Und Seiten, die du da jetzt einfach reinwirfst, ohne dass die jemals angefasst worden sind, die werden hier nicht die volle Punktzahl kriegen. Also gerade in diesem Security-Header-Bereich, das was wir eben mal unten hatten, wo man diese Browser-Funktion mit aktivieren kann. Ich kenne keine Seite, keine 0815-Seite, die diese Sicherheitsfunktionen, die echt wichtig sind und trivial zu aktivieren sind, die das schon standardmäßig hat. Ich verstehe das Argument, aber ich glaube, es ist vorgeschoben. Was in dem Kontext gerade noch aufgetaucht ist, es gibt für Joomla ein CW-Kost-Modul. Das könnt ihr euch kostenfrei herunterladen und installieren. Das hat zwei Funktionen. Zum ersten meldet es die Seite für euch automatisch bei CWCOS an. Ihr müsst nur euch einmal hier auf der Seite registrieren, dann in Joomla gehen, sagen, hey, ich habe schon einen CWCOS-Account, der heißt so und so, tragt es ein und das Eintragen der eigentlichen Website und diese Freischaltung mit diesem, hey, ich bin der Admin, das passiert dann automatisch und ihr bekommt euer aktuelles Scan-Ergebnis direkt im Backend eingeblendet. Da gibt es dann ein kleines Modul, wo der aktuelle Punktestand zu sehen ist. Genau. So, mal, was wollten wir denn sonst noch machen? Ja, ich hätte noch einen Punkt, und zwar die Verkehrssicherungspflicht. Oh ja. Das ist immer so ein Steckenpferd von mir auch, weshalb ich einfach auch dieses CWCOS-Projekt sehr wichtig finde für Website-Betreiber. Und zwar Verkehrssicherungspflicht kennen wir alle von zu Hause im Winter, wenn es schneit. Ich bin dazu verpflichtet, den Bürgersteig freizuschaufeln. Wenn einer ausrutscht, sich das Bein bricht, habe ich ein Problem.
Genauso ist es auch bei Webhosting-Paketen. Das heißt, ich als Website-Betreiber bin dazu verpflichtet, zu schauen, ob von meiner Website Schadcode ausgeht. Tue ich das nicht, dann vernachlässige ich meine Verkehrssicherungspflicht und bin dann gegebenenfalls auch schadensersatzpflichtig. Mein Worst Case wäre immer, ich lege mal, also der Schadcode, der von meiner Seite ausgegangen ist, legt VW komplett einen Tag lahm. Ich glaube, dann ist Haus weg, Auto, Boot, alles weg, Frau wahrscheinlich auch. Das heißt, ganz klar wird dann der Richter in einem Schadensersatzklage, wird er ganz klar sagen, okay, oder feststellen, Verkehrssicherungspflicht nicht nachgegangen, VW bekommt alles, was ich besitze, und zwar die nächsten 7 Jahre lang. Tue ich es aber, melde ich mich dort an und dokumentiere ich auch, wenn ich etwas, wenn zum Beispiel dieser Initiative S-Scanner anschlägt und wirklich Schadgut von meiner Seite ausgeht, dann sollte man das auch dokumentieren. Die E-Mail dokumentieren und wann ich mich darum gekümmert habe und wann das alles wieder weg war und den nächsten Scan, der dann wahrscheinlich auch hoffentlich auch gut gegangen ist, das sollte man dann dokumentieren. Dann kommt es dann zum Schadensersatzanspruch, sagt dann der Richter, nee, Moment, okay, wenn der Website-Betreiber das gemacht hat, dann ist er seiner Pflicht nachgegangen, auch wenn es jetzt eben halt einen Moment war, in dem dann VW sich infiziert hat oder wie auch immer, dann ist das Thema erledigt. Dann sagt der Richter, ja, du bist der Verkehrssicherungspflicht nachgekommen, VW, Pech gehabt, das sind die Gefahren des Lebens. So heißt das dann wirklich. Und alleine deshalb macht es Sinn, sich seine Webseiten dort anzumelden. Oder wenn ihr jetzt eine Agentur seid, bitte berät eure Kunden, dass die Seite dort angemeldet wird. Ich mache es so, dass ich es für meine Kunden mache. Ich trage mich dort auch, ich mache es über einen eigenen Account. Wie gesagt, hier über das Registrieren, da kann man 25 Domains auf einmal halt anmelden. Und da bekomme ich dann die E-Mails, wenn auf den Webseiten der Kunden irgendwas nicht in Ordnung ist. Weil der Kunde an sich auch hier wieder ganz ehrlich vielleicht sogar auch ein bisschen überfordert ist mit der E-Mail, die er dann zurückbekommt. Der verfällt natürlich auch sofort in Panik, würde ich auch. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen gelassener bin, aber ich reagiere dann sofort. Schlimmstenfalls nehme ich die Website dann sofort auch offline. Wenn es nicht gerade ein Webshop ist oder was auch immer, aber der Kunde wird von mir sofort oder würde informiert werden und ich sehe ja zu, dass das dann wegkommt. Also da könnt ihr auch als Dienstleister natürlich auch wieder ein Geschäft draus machen. Ganz ehrlich. Ja? Da könnt ihr Wartungsverträge mitmachen und da lässt sich auch als Agentur, finde ich, ein bisschen Geld mitverdienen. Deine Frage? Ja, und zwar gibt ja von der Open Web Application Foundation gibt es ja auch einen Scanner, da gibt es das Security-Projekt, die finden ja auch eine ganze Menge und die und gerade auch eben immer wieder diese Cross-Site-Scripting. Das kriegen auch die meisten Webprogrammierer gar nicht weg. Also das ist meine Erfahrung, wenn ich zu jemandem sage, hier passt mal auf, das ist ein Problem, dann sagen die, ja, und was mache ich jetzt? Ja. Und die kriegen es nicht echt nicht weg. Und das ist eigentlich wäre es gut, wenn es irgendeine Art, also gerade wenn man ja so ein Plugin schon kriegen kann, wenn es ein Plugin gäbe, was die mehr da automatisch richtig setzt. Es gibt ein entsprechendes Plugin für Joomla 3, womit du die Header setzen kannst, dieses Security-Relevanten. Das ist vom Tobias Zulauf, der turnt hier auch rum. Das HTTP-Header-Plugin ist hier auch auf der Seite verlinkt. Joomla 4 wird hier einen Sprung nach vorne machen. Joomla 4 wird viele dieser sicherheitsrelevanten Header von Haus aus schon aktiviert haben. Wir sind da das erste große CMS, das das von Haus aus tut. Das ist zum Beispiel für mich etwas, was ich nicht verstanden habe. Gerade diese Geschichten, die sind seit 5, 6 Jahren, werden immer wieder moniert. Da gibt es auch irgendwann eine Rolle auf Shame. Das ist so alt wie das Internet. Das ist halt einfach Bestandteil. Die andere Frage, die ich habe, ist,
dieses Oberst-Projekt, die scannen ja auch die Seite richtig durch. Ja. Und die sind echt eine ganze Menge. Und die Frage für mich ist, wie tief geht der, angenommen, ich registriere jetzt eine Seite für den Kunden, dann check das mit dem Aktueller Stand ist nur Startseite. Jetzt im Verlängerungsantrag soll ein Crawler dazukommen, der auch in die Unterseiten geht. Es ist aber eine ganz spannende Frage, wie tief du hier wirklich reingehst, weil je nach URL-Struktur läufst du sonst auch schon mal Gefahr, was weiß ich, da ist ein Blog und der hat in der Paginierung 100 Unterseiten. Du brauchst nicht 100 Unterseiten, im Zweifelsfall schießt den Server damit ab. Ja, aber ich habe das im Grunde. Das habe ich einen anderen Scanner benutzt. Ne? Der generiert dynamisch Anmeldungen für Seminare. Und der benutzt eine Komponente von einer deutschen Firma in Hannover. Die gibt es auch. Und der Scanner hat einfach, also zwei unterschiedliche Scanner haben dort Injections gefunden. Also, und zwar. Dann haben wir mit denen Kontakt aufgenommen und haben gesagt, hier nochmal, das habe ich jetzt gerade mal nicht so schön, könnt ihr das ein bisschen flüchten? Und dann haben wir gesagt, naja, können wir nicht, das sind Joomla Core Probleme. Da habe ich vorsichtige Zweifel. Kannst du mir mal weiterleiten? Das wäre ganz schön. Ja. Wirf es mir mal über den Zaun, ich habe die Erfahrung gemacht. Ja. Was dabei aufgetreten ist, und das war eben das Schwierige, die haben dann jede Menge Spam-Mails produziert. Und das hat natürlich den Hoster ein bisschen alarmiert und der hat erstmal nicht die ganze Seite abgeschaltet, aber eben die E-Mail-Funktion. Und inwieweit kann man sowas, wenn man angenommen für die jetzt dort eine Seite registrieren, inwieweit könnte ich sowas abfangen? SQL-Injections oder? Ja. Gar nicht. Das ist aber auch nicht der Scope von Sivekos. Wir haben wir wollen kein vollwertiges Angriffswerkzeug bauen. Ne? Also das, was du beschreibst, das sind dann Tools, die systematisch Eingaben in Eingabefelder prügeln. Ne? Oh, guck mal, da sind zwei Login-Felder. Da werfe ich einfach mal rein und guck mal, ob die Seite kaputt geht. Fuzzing nennt sich sowas. Und das große Problem dabei ist, dass ein nicht unwesentlicher Teil der Seiten dabei tatsächlich kaputt geht. Das führt bei einem frei verfügbaren Service zu winzig kleinen Problemen. Stell dir vor, du hängst da deine Seite rein, wir zerschießen dir damit eine Kundenwebsite. Dem Kunden ist das ja im Zweifelsfalle völlig egal, dass das ein legitimer Angriff war. Irgendjemand ist immer schuld. Du hast einen gigantischen Supportaufwand damit. Da ist einfach eine klare Grenze, wo wir sagen, das Fuzzing werden wir nicht tun, einfach weil damit zu viele Gefahren einhergehen. Wer da genauer einsteigen will, auch in die Technik, wir haben bei Sivekos in Absprache mit anderen Projektpartnern und gegen anfangs nicht unerheblichen Widerstand, aber jetzt mit großer Unterstützung des BMWi, sämtlichen Code, der entwickelt worden ist, als Open Source zur Verfügung gestellt. github.com/sivekos, ist der Code von allen Scannern, vom Website-Template, vom Registrierungsbereich, von den Modulen, den Plugins, ist dort komplett offen verfügbar. Euer Steuergeld ist also bei GitHub letztlich gelandet in Form von Open Source und nicht in proprietären Code von irgendwelchen Projektteilnehmern geflossen. Public Money, Public Code ist die entsprechende Kampagne der Free Software Foundation, die genau sowas fordert, und das haben wir einfach gemacht. Finde ich auch. Fragen? Super. Tragt alle eure Webseiten ein. Das ist übrigens eine Joomla-Webseite, diese Post.de. Ja. Wenn ich da jetzt was feststelle, könnte ich mich dann auch an euch mal wenden und sagen, was muss ich dann tun? Ja, support@sivekos.de. Kriegst du Hilfestellung. Die Chance ist natürlich groß, dass ich da irgendwelche Mails kriege, die ich auf Anhieb nicht verstehe. Ja. Genau, das ist auch Projektbestandteil, support@, und dann wird dir geholfen. Hier werden sie geholfen, 1188.0. Ja. War das für uns, das ging etwas zu schnell, wegen diesem Video? Ja.
Machst du mal hosteurope.de/blog? Was? Ah, ja, geh mal auf Support. Nee, wo ist denn das? Irgendwo ist das da drin. Ja, ist das da drin? Ich bin mir nicht sicher. Such mal runter. Ich hab's befürchtet. Google mal. Oder lass mir mal gerade googeln. Ja, ja, der Tobias ist das. Tobi Zulauf. Hier, das da ist das, was du haben willst. Das ist das eigentliche Plugin. Die URL lasse ich gerade mal offen. Kannst du dich gleich abfotografieren, abschreiben. Danke schön. Gut. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir bei Fragen stehe ich gerne noch vorne am Stand bereit.